Oh, so, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zu Blockabbau Foundry. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet und wir sind damit, denke ich, fertig. Und zwar haben wir eine riesengroße, freie, schöne Fläche geschaffen, denn ich habe ein paar Berechnungen angestellt. Hier kommen die Stäbe raus. Und wir wollen ja jetzt Leiterplatten herstellen, um weiterzukommen. Für die Leiterplatten brauchen wir erstmal Fertiger. Okay, das ist kein Problem, nicht? Fertiger, das kriegt man vielleicht noch gerade so hin. Dann aber brauchen wir für die Leiterplatten die Polymerplatten. Haben wir. Haben wir gestern gemacht. Wir brauchen aber elektrische Komponenten. Für die elektrischen Komponenten brauchen wir Drahtspulen. Also brauchen wir Drahtspulen. Und ich habe geguckt, Drahtspulen brauchen 1,5 Sekunden. Das heißt, für eine elektronische Komponente, die braucht zwei Drahtspulen, also eine 1:1-Umwandlung, aber die braucht 1,5 Sekunden, die drei, also eine 2:1-Verhältnis. Ja? Eine davon kann zwei davon begrabbeln. So. Und hiervon, von denen zu dem, ist es eine 1,1, 1,2 Umwandlung. Das heißt, 1,2 Leiterplattendinger kommen auf eine elektronische Komponente. Deswegen müssen wir hiervon quasi am meisten haben. Und die anderen beiden passen sich dann daran in etwa an. Hier wollten wir jetzt, glaube ich, 8 machen, da 16 und da 12. Und wir sehen unten Inventars voll. Ja, da müssen wir uns darum kümmern. Ich habe den Platz hier schon freigelegt. Ich wollte hier die Kupferdinger hinmachen, in der Annahme, dass die hoffentlich nicht woanders gebraucht werden. Sonst müssen wir hier hinten rum langlaufen. Was aber auch möglich wäre. Das heißt, wir können irgendwo hier anfangen. Okay, noch ein. Ah, da drüben habe ich natürlich nicht abgebaut. Ne, machen wir dann auch nicht. Die muss noch. Also, dann kann die erst da anfangen. Ja. So. Ich glaube, das ist groß genug. Und würden auch in die Richtung weiter skalieren. Jetzt bauen wir da unsere Fertiger hin, nicht? Alles wird im Fertiger hergestellt. Fertiger, Fertiger, Fertiger. Also. Ein bisschen Abstand. Ich stelle mal zwei nebeneinander, dann lassen wir zwei frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viel haben wir gesagt? 8, oder? Und von den anderen 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Da haben wir es ja sogar schon. Noch besser. Und dann machen wir uns den Laufweg so, dann ist er breit genug, dann fallen wir nicht runter. Weg mit dir, Natur. Aber da haben wir zwei, dann machen wir auf die andere Seite auch zwei. Einfach nur nicht, man sieht es nicht, man würde es nicht wahrnehmen, man guckt dann hier rauf, aber das Gewissen wüsste es. Und später baut man eh alles um. Oh, wir haben nur 30 von den Dingern. Das wird nochmal spaßig. Okay. Die Ausgabendinger sind aber, glaube ich, erstmal unkompliziert. Da brauchen wir auch nicht so viel reinzustecken. Dann brauchen wir ein Lager. Oh, wir haben nur noch ein Lager. Dann
kann ich noch ein paar Lager herstellen. Die Fertiger sind fertig und den Rest noch mal in die Dinger da. Okay, 1, 2, 3. Also Lager theoretisch in die Mitte hier hin. Das heißt, wir können hier auch noch mal ordentlich Platz wegnehmen. Wow, sehr schön. Das sieht doch erstmal gut aus. Sehr kleine Fertigungsdings. Aber gut. Wenn es so ist, ist es so. Hier haben wir nicht. 1, 2, 3, 4. Dann würde ich sagen, fangen wir auf der Seite an. Weil hier können wir nicht mehr weitergehen. Ausgang, Ausgang. Nee. Bis dahin. Ronda. Ausgang, Ausgang. Ronda. Ja, ich müsste nämlich so, weil da könnt ihr auch noch einer ran. Okay, die Ausgänge haben wir, Lager haben wir, das steht. Wir gucken nochmal, die brauchen nur was? Die brauchen nur Technumstäbe. Die sollen sie kriegen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh no. Oh no. Not me. Mario. Ich habe hier irgendwo eine Leiter. Aber frag mich mal wo. Ich habe die vorhin erst gebaut. Dann machen wir mal einfach in den äußeren Dingern das hin. Aber wie verteilen wir das? Wir haben ja gemerkt, die Verteilung ist ein Problem. Von den Mengen her. Aber wir können erstmal die Dinger so setzen. Das passt schon mal. Ran, ran, ran. Hi. Du, Wind of the Night. Ah, ich und singen, nicht wahr? Ich bin eher so Mitsummer. Also, 1, 2. Wenn ich jetzt hier nochmal 2 hinmache. Dann kommen wir doch noch tiefer. Aber das ist okay. Bisschen Spielraum haben wir. Bisschen hätten wir Platz. Dann hätten wir auch nicht so viel Runterfallrisiko. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Bedeutet aber die irgendwie so. Und die auch irgendwie so. Der bräuchte noch einen Vorläufer sogar. Das gefällt mir halt nicht. Okay, dann müssen wir das Ding hier. An der Stelle nach links packen. Dann haben wir den benötigten Platz gewonnen. So. Und der da drüben kommt von da raus.
und würde hier rankommen. Einmal daran. Wer geht denn da jetzt ran? Ach so, der hier. Und die ersten 1000 Förderbänder sind dann schon fast wieder weg gleich. Das geht so verdammt schnell. Aber ich mach das lieber so. Und sieht das komplett shitty aus. Besser. Der macht 50-50. Der macht 50-50. 25, also 12,5. Also jeder 6,25 hier. Ich glaube jetzt, das ist die Verteilung, die gleichmäßig wäre. Ja. Und nicht durch eine einzelne Strecke immer abzweigen, weil dann kommt hinten nicht gleichmäßig an. Helfen auch die Prioritäten nicht. Da müssen wir eigentlich alles andere nochmal umbauen, aber ich habe oft nicht den Platz nach hinten gelassen bei den anderen Strecken. Naja, gut. Wird sich irgendwann rächen. Oh, wir haben keine Stromkästen mehr. Von da könnten wir aber direkt hier uns anbinden, würde ich sagen. Oder gibt es noch einen besseren Strom? Ja, guck mal, wir haben ja auch da direkt Strom. Nehmen wir den von hier. Tü-tü. Da geht noch. Das ist ja optimal. Kommen wir da nämlich direkt dran. Und dann haben wir den Strom und dann haben wir den Salat. Und dann machen wir erstmal die wunderschönen Kupferdinger. Habe ich hier den linken? Ich wusste auch, irgendeinem habe ich gerade vergessen. Kann man nicht sowas wie die Einstellung kopieren? Dann muss man das nicht an allen ran machen. So, und das Einzige, was jetzt noch fehlt dafür, ist das Ding hier einmal auf Ausgang zu stellen. Eigentlich müsste der da ran, weil von da kommt kein anderes. Aber gut, das können wir dann machen, wenn wir es wirklich brauchen. Obwohl, nee, ist sogar richtig, weil wir brauchen den, der da nämlich an die Fläche hier geht, wo wir die anderen Sachen herstellen. Hier kommt raus, hier kommt raus, hier kommt raus, hier kommt raus. Alles schön gleichmäßig. Naja, ihr könnt ein bisschen schneller die Sachen reinbekommen. Okay, jetzt wird es nur interessant, weil wenn ich jetzt hier 16 Dinger hinballere, sind das schon echt viele. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hergestellt Drahtspule. Okay, Wegpunkt erstellen. Drahtspule. Wunderbar. Dann wissen wir, hier kommen die Drahtspulen her. Jetzt, ich habe so ein bisschen Bedenken, wenn ich das hier zwischen mache, dass das sehr eng wird. Da habe ich eigentlich nicht so eine Lust drauf. Hier muss ich mir links, rechts frei halten, um das zu erweitern. Das heißt, das ist vorgesehen für die Sachen. Das ist nach links für von den Sachen erstmal vorgesehen.
Hier hinter. Weil die gehen ja auch eher aber in die Richtung, nicht? Die haben wir so vorgesehen, die starten hier, die können nicht weiter, können nur nach da erweitert werden. Wir könnten hier neben das hinmachen. Aber da erweitere ich ja das. Eigentlich müssen wir es wirklich davor setzen. Ich hoffe, das rächt sich nicht auch irgendwann. Dann können wir hier vielleicht direkt anfangen. Der Höhe. Ich meine, das wird jetzt auch ein bisschen mehr. Ja, da können wir nämlich nicht unendlich weiter, nicht? Weil hier das Vorkommen ist. Komm nicht um das Vorkommen rum. Gut, aber ja, die kriegen zwei Sachen rein. Also das hier ist die maximale Stelle, an die wir das dann rankriegen. Weil sonst da überall Vorkommen ist. Ich sag ja, erst sieht es so aus, als ob man genug Platz hat. Und dann stellt sich heraus, nee, den hat man gar nicht. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass das Ding hier wirklich notwendig ist, wegzumachen. Aber gerade wenn wir jetzt hier 16 von den Dingern hinmachen. Ey, es gefällt mir nicht, muss ich gestehen. Hier ist zwar Platz und ich habe ihn freigeräumt, aber ich will ihn nicht nutzen. Nee, sorry. Das fühlt sich nicht richtig an. Lieber die Förderbänder irgendwo anders hinbringen. Aber das ist zu klein. Wir müssen ja mit den Polymerplatten zusammenarbeiten. Das hier verlängert sich bis hier und hier wollte ich das andere Polymerzeug machen. Ich kann das andere Polymerzeug aber auch auf die Seite bringen, wobei da halt alles höher liegt. Das heißt, da ist eigentlich das Wasser für vorgesehen. Das heißt, ich kann hier eigentlich nur dahinter gehen. Hierhin. Dann gehen wir hier mit dem Förderband lang. Dadurch, das, was ich freigeräumt habe. Hier ist alles 136, nicht? Da will ich gar nicht anfangen. Aber dass wir dann die Fläche hier einfach benutzen. Die liegt flach genug. Da sind nur die scheiß Stäbe im Weg. Die können weg. Die Pflanzen. Ja, das fühlt sich besser an. Dann können wir auch von da gleich die nächste große Plattform planen. Und hier haben wir mehr Platz nach links, rechts. Ja, das andere. Ich glaube, da hätte ich mich morgen umentschieden und alles umgebaut. Dann doch lieber jetzt schnell entscheiden und sagen, nee, kommt. Der Platz wird nicht reichen, aus Erfahrung. Und ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie viel wir von dem Zeug verbrauchen. Also bis jetzt war ich auf einem relativ sicheren Gebiet. Ich weiß ungefähr, wie viel ich bauen muss. Und selbst da habe ich mich verschätzt. Aber jetzt kommen wir eher in so ein Gebiet, wo ich noch nicht war, weil es das damals in der Form, glaube ich, noch gar nicht gab. Als ich das letzte Mal gespielt habe. Ah, doch mehr Pflanzen. Gibt es nicht irgendwas wie einen Flammenwerfer oder so? Einfach weg, der Rotz. Wahrscheinlich mit dem Bergbau-Laser dann später. Zip und weg, geblitzdings. Okay, immer noch Zeug im Weg. Und Stäbe brauchen die auch. Das heißt, ich muss auch die Stäbe hier lang führen.
Setz ungünstig. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Oh! Inventar voll. Ah, einmal sortieren. Ist wieder frei. Das sind die dummen Samen, die sich gerade ansammeln. Hier nehmen wir mal einen Platz weg für jede dieser komischen Pflanzen. Weil ich glaube, dann haben wir verschiedenste Formen. Ja, zwei verschiedene haben wir. Geht ja noch. Dann hatte ich vier oder so in der Tasche. Und aus jeder Perspektive tauchen irgendwie neue Pflanzen auf, die im Weg stehen könnten. Oh, ich glaube, jetzt haben wir es aber. Oh, wir wollten auf... Das hier ist 135. Das heißt, hier können wir anfangen. Dann fangen wir hier hinter dem Vorkommen aber auch erst an. So, und dann können wir hier... Können wir prassen, ne? Hier können wir... Hier können wir frei sein. Hier sind wir Mensch. Oder so. Wie man so schön sagt. Wie alle? Ich hatte 1600 von diesen Plattendingern dabei. Kannst du dir nicht ausdenken. Scheiße. Na gut, wenn wir unser Inventar leeren, holen wir die neuen Sachen. So, dann haben wir gesagt, 16 von denen, nicht? Die kriegen aber Level 2. Also, dann machen wir mal lieber ein bisschen mehr Platz. Komm, kostet nichts, oder? Nach hinten können wir ja auch noch zur Not ein bisschen. Aber das sieht schon mal gut aus. Einen am Rand und dann auch machen wir auch hier mal zwei daneben. Ich glaube, das macht sich ganz praktisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Haben wir 14, oder? Ich glaube, 14 reicht erstmal. Könnt ihr immer noch erweitern. Ich meine, wir müssen auch mehr von denen machen. Kann ich das nicht einfach herstellen? Komm. Stehe ich ein bisschen davon her und den letzten Rest in Förderbänder. 90 erst. Da komme ich noch nicht so weit, glaube ich. Steht irgendwas im Weg? Gleich nicht mehr, junger Freund. Weg mit ihnen. Du, 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 du. Schön, eine Armee aus Zeug. Auf Level 136. Ja, sehr gut. Wir brauchen dann eine Zweier-Ding, nicht? Okay, können beide hier am Rand vorbei. Nehmen wir mal den. Und bis zu dieser Höhe. Ich hoffe, das passt jetzt. Ah, sieht zumindest gut aus. Und das andere waren noch auch Stäbe. Technumstäbe. Das andere waren also auch wirklich Stäbe. Und durch einen Fehler haben wir es richtig gemacht. Noch besser, dass wir die Stäbe hier abgreifen können. Das war also mehr Glück im Unglück. Oh. Na. Und das dann bis zu dem Ding hier. Also bis dort, glaube ich. Jawohl. Sehr gut.
Ist die Frage, kommen wir links an mit beiden und verteilen von da? Oder eher mittig? Ich würde sagen, dazu platzieren wir erstmal die Dinger. Also sagen wir erstmal immer... Erstmal die Level 1 Dinger. Das Level 2 bauen wir dann einfach drüber, würde ich sagen. Weil das ist jetzt viel, viel komplizierter. Und wir haben die Dinger gar nicht mehr. Bam, bam, bam. Das ist noch schlimmer. Das heißt, wir müssen nochmal alles nachproduzieren. Oder fehlen uns nur Stäbe. Hier uns fehlen Platten. Ja. Gut. Wir haben sehr viel Erde. Wir haben keine Dinger mehr. Uns fehlen Platten. Ich glaube, damit müssen wir nochmal leben. So, und auf der Seite kommen dann auch jeweils zwei raus. Und Strom müssen wir hier noch hinbringen. Und dann, glaube ich, ist unser größter Feind unser eigenes Stromsystem. Ey, ich komme nicht mehr rauf. Das leider auch sehr rudimentär da vor sich hindümpelt und meint, glaube ich, eine Aufwertung verlangt. Alles klar. Dann erstmal zu den Platten. Warte, nein, erst Technumstäbe mitnehmen. Und dann zurück zu den Platten. Der ist schon voll. Super. Hier wird spannend, ob das denn ausreicht. Und dann nehmen wir mal den Expressway nach vorne. Hier haben wir nur keinen, der nach links abgeht, ne? Na egal. Die Platten sind 400 Meter weg. Was ist nicht alles beim Beton? Warum sind denn die Platten da rechts? Ach, die habe ich ja umgebaut. Stimmt, die waren ja früher beim Beton. Das heißt, ich muss jetzt immer dran denken, du musst zum Beton, wenn ich Sachen weglegen will. Nee. That makes sense to me. 1,7 Kilometer bis zum Strom. Oh. Hätte auch klappen können. Ich hätte natürlich auch die saubere Leiter benutzen können. Aber das wäre zu einfach gewesen. Noch mehr Erde. Okay, da muss... Nee, es ist Wüstensand oder so, nicht? Okay, dann müssen die Sachen irgendwo anders hin. Dann kommt hier Pellets und Zeug hin. Hier haben wir schon die Samen drin. 5 verschiedene inzwischen. Wow. Hier haben wir noch Platz. Okay. Rein mit euch. Von euch haben wir nicht so viel. Und ich habe noch mehr Pellets. Kacke. Okay. Dann müssen wir eigentlich noch mehr Kisten irgendwo holen. Geht genau auf noch einmal. Ja, mecker nicht. Ah, das ist inzwischen vollgelaufen. Sehr gut. Weil wir auch nichts forschen, nicht wahr? Wir könnten zum Beispiel Level 4 Forschungspakete mal erforschen. So, ein paar Platten mitnehmen.
Was brauchen wir? Also, wir brauchen auf jeden Fall die Level 2 Verteiler. Machen wir 60. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Höhendinger. Haben wir auch. Von denen da würde ich erstmal Level 1 Dinger drüben holen, damit die in Level 2 umgewandelt werden können. Und von denen hier brauchen wir unbedingt viele. Strom hatten wir noch. Ich glaube ein paar. Ich mache noch ein paar Container. Zwei. Nochmal zwei Lager. Die sollten erstmal reichen. Den können wir nochmal ein paar machen. Ein paar Strommasten. Und dann haben wir alles. Oder übersehe ich was? Hoffe erstmal nicht. Puh. Müssen wir eigentlich warten, bis die Sachen da unten fertig sind? Gut, wir können ja so lange zurücklaufen. Brauche ich noch mehr Platten? Komm, ich nehme noch mal Platten mit. Weil da drüben haben wir Stäbe, aber keine Platten, wenn wir noch was brauchen. Komme ich da rüber? Ich werde niemals rüberkommen. Doch, wow. We have geschafft it. Du, du, du. Du, du. Und runter. Ich muss mir so Rampen oder sowas bauen für die Stellen, wo ich oft langlatsche. Ja, cool, wenn sich so Wege bilden, wo man oft lang läuft, damit man dann weiß, ah, da laufe ich zum Beispiel oft lang. Wäre vielleicht cool, da was lang zu bauen. Gut, man kann natürlich auch gleich nur Wege dahin zimmern. Auch eine Option. Das wäre zu einfach. Da wir eh warten müssen. Ah, ich wollte die Level 1 Dinger holen, nicht? Ah, gut. Ich hoffe, die 700 Förderbänder reichen jetzt für das, was wir hier wollen, noch. Platten! Ah, oh, shit. Na, okay. Wir brauchen Platten. Wir müssen nochmal vorne hin. Ja, gut. Sagen wir mal so, springen muss ich nochmal üben. Es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes bin ich aber vom Himmel gefallen, aber ich bin kein Meister. Naja. Aber was sage ich denn? Natürlich bin ich ein Meister. Und ich bin vom Himmel gefallen, was es beweist. Also bitte. Wer was anderes behauptet, Kopf ab. So, da sind wir. Wer stellt von euch die Platten her? Ich glaube, Level 2 tut das. Von dem brauchten wir ein paar. Und hier brauchten wir ein paar mehr. Oh, wir sind schon wieder voll. Oh, so ein Scheiß. Wir haben schon wieder irgendwelche Pellets und Kacke im Inventar. Dann nochmal rüber zum Beton. Dann können wir auch den ganzen. Die sind auch noch nicht gebaut, die Container, nicht? Oh, shit. Inventar ist voll. Ja, Mann, ich weiß. Okay, wir haben eh keine Chance.
Er baut eh nichts. Aber das ist doof, dass man diese Pipeline unten links einfach nicht verschieben kann. Dass man sagen kann, okay, es hat sich ergeben, ich brauche hier zum Beispiel erst die Lager und... Das wäre halt einfach eine coole Sache. Wo man viel mit gewinnen könnte, weil das hatte ich jetzt schon 6-7 Mal die Situation, nicht? Dass man sagt, oh, Leute... Ich muss das umbauen und dann kann man nicht. So, der war nicht voll, da konnten Pellets rein, sehr gut. Kann der nämlich schon mal bauen, da kann das rein, sehr gut. Was haben wir noch im Inventar, was müllig ist? Eigentlich nix. Sollte stacken. Wir können den Sprengstoff erstmal weglegen. Dann haben wir nochmal 2 gewonnen. Und ich glaube auch die Drohndinger brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche eher die Ölpumpen, nicht wahr? Und selbst dann Level 1 Drohnen würde ich eh nicht mehr bauen, aber die kann man in Level 2 umwandeln. Level 1 Lager und die Erde. Aber jetzt habe ich Plattform, Förderbänder. Ah, seht ihr, die können wir noch umbauen. Dann haben wir da nämlich noch den Platz. Oh, was fehlt uns? Stäbe. Ja, okay. Ah, ich brauche... Das Problem ist, die Wege sind halt so teuer in der Größenordnung, in der ich die bräuchte. Wenn ich die herstelle, wäre das einfach nur verrückt. Vor allem... Juhu, Forschungspakete freigeschaltet. Vor allem, was ziemlich nervig ist, das Spiel ist halt nicht... Also es ist halt eckig, nicht wahr? Also so... Schräg bauen oder so geht halt einfach nicht. Das ist so... Das wäre irgendwie cool, wenn das möglich wäre einfacher. Aber es sieht halt einfach scheiße aus. Das heißt, man baut immer so gerade Wege, die irgendwie hoch, runter gehen. Und das hier unten war zum Beispiel auch super ässig. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Da dreht man halt irgendwann durch. Stäbe. Ich brauchte noch ein paar Stäbe, bevor ich gegähnt habe und fast einschlafe. Stäbe. Hallo Stäbe, wie ihr duftet. Na dann. So. Sind die auch alle weg. Hat der schon so viel abgebaut? Ich hoffe mal nicht. Doch. Die standen alle mal auf dem Boden. Du Kacke, es wird nicht lange halten. Und ich produziere nicht wirklich was. Wenn hier erstmal die Produktion anläuft, wie sollen das noch werden? Scheiße, die standen alle eine Plattform höher. Oder? Sehen die so aus? Nee, okay. Anhand des Stromdings sehe ich, das ist die Höhe. Ah, okay, dann sehen die so aus. Ich dachte, die sind schon eins runtergerutscht. Aber hier fehlt auf jeden Fall was an der Ecke. Angst. Okay, 1600 Platten. Die können wir jetzt schön verballern. Okay, die einfache Variante ist natürlich immer erstmal 2 zusammenzufügen, nicht? Also von denen, die beiden. Das können wir natürlich so machen. Dann haben wir bei dem einen nur ein bisschen weniger zu tun.
Und dann, der eine ist alleine? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, nee. Scheiße. Da müssen wir... Ah, ich hab... Ja, okay, wir haben aufgehört, nicht? Weil ich nicht genug Platten hatte. Ja, ja, ja. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Ich sag's euch. Man steht sich im Leben immer selbst am meisten im Weg. Das ist die Weisheit, die ich euch heute mitgebe. Macht was draus. Nur noch 9 Dinger, aber für das, was ich vorbereite, reicht es hoffentlich. Von denen habe ich ja die 52. So, jetzt nochmal, nur dass wir bei ihm hier anfangen. Doch so, nicht? Okay, das macht er automatisch. Das heißt... Nee. Was soll denn das werden? Die beiden sind doch schon aneinander. Wenn ich das so mache... Das ist so. Das sehe ich immer nicht, dass es so funktioniert. Also so. Und dann Kurve. Dann spare ich mir mal dieses Umdrehen. Okay. Jetzt haben wir 4. Die müssen wiederum auf 2 aufgeteilt werden. Ich kann die auch direkt aneinander machen, aber ich lasse lieber 1 Platz. Und dann machen wir das hier so. Und die beiden können dann an das Ding hier irgendwie... Das kommt hier in die Mitte... Und dann sollten alle das gleiche Ding abkriegen. Die gleiche Menge. Und da kommt... Dann machen wir erstmal das hier ran, die Stäbe. Nein. Ah, anderer Baumodus. Anderer Baumodus. Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Die Stäbe fließen. Und der Einfachheit halber. Nicht, können wir das ja eigentlich auf der Ebene da drüber genauso halten. Nur, dass wir hier dann runter müssen. Das heißt, wir müssen das eigentlich 1, 2 nach hinten versetzen. Und ansonsten kann es aber genauso bleiben. Wahrscheinlich geht das nicht auf, aber ich probiere es einfach mal. Am Ende werde ich alles nochmal abreißen und nochmal neu bauen. Okay, dann fangen wir bei ihm an. Ich meine, wir müssen hier nur einen hoch.
Das sollte also durchaus gehen. Das sieht gut aus. Das könnte klappen. Mhm. Inzwischen sind die Dinge auch gebaut worden. Und ich würde sagen, ob das wirklich alles aufgeht und ich mich hier nicht verbaut habe und alles wieder abreißen darf, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis gleich.